Hallo an das Wassermann-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenkt, das ist allgemein, das ist wie gesagt kollektiv und es kann nicht auf jeden zutreffen. Was ist denn die Grundbotschaft für den Wassermann in der kommenden Woche? Liebes Universum, was darf ich dem Wassermann mit auf den Weg geben? Der Wassermann kriegt gar keine Infos. Er macht alles richtig. Ah, Konflikte. Die Roten sind rausgefallen. Klärungsbedarf. Vielleicht aber auch eine Ratschlagsenergie. Die Öffentlichkeit mit dem Park. Offenbarung. Und Entscheidungen fallen auf dein Leben. Die Routen ist eine Kommunikationskarte. Ja, es kann zum einen ein Konflikt auf dich zurollen, der wichtig ist, um dich zu klären. Denn der Park steht auch immer für eine gewisse Offenbarung. Es kann auch sein, dass hier ein öffentlicher Streit stattfindet, den vielleicht viele mitbekommen, aber der auch gleichzeitig in dem Fall für Erlösung sorgt. Der dafür sorgt, dass du hier wirklich Entscheidungen für dein Leben klar treffen kannst. Denn der Baum steht für dein Wachstum, ja, für deine Stabilität, für deine Erdung. Und deswegen muss hier eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Ganz egal, was die Ursache ist, es muss geklärt werden. Weil andernfalls schränkst du deine eigene Langfristigkeit ein. Mit den 7 der Münzen liegt hier eine Geduldsprobe auf dem Tisch. Das heißt, es muss langfristig weitergehen. Langfristig gut. Denn das Ass der Kelche sagt, es ist Zeit, hier eine Chance wahrzunehmen auf Erfüllung, auf Liebe, ganz egal, welcher Hinsicht das ist. Es kann natürlich auch Erfüllung berufstechnisch sein. Es muss jetzt nicht per se Liebe sein. Aber damit diese Chance wahrgenommen werden kann, muss natürlich nicht, aber darf gerne ein Konflikt aus dir herausgehen. Die 6 der Schwerter ist Progression. Es ist so ein bisschen die Energie der geführten Neuausrichtung. Das heißt, alles, was hier passiert, muss passieren, damit du vorankommst. 6 der Schwerter sind Veränderungen. Ja, dich von Zwängen befreien, dich neu orientieren und wie gesagt Aufbruchsstimmung. Ich möchte hier gerne vorangehen. Der Ritter der Stäbe sagt, es ist Zeit wieder für Abenteuerlust. Ja, neues Land entdecken. 3 der Stäbe ist Entfaltung. Das sind neue Perspektiven, die sich auftun. Es ist Optimismus, der wieder reinkommt. Also diese negative Energie möchte gerne gewandelt werden in Positives. Und im Endeffekt ist es ja auch nur so, dass deine Unzufriedenheit hier getriggert wird. Das heißt, diese Unzufriedenheit, dieses Unglücklichsein ist ja auch vorher schon präsent. Und nun kann es natürlich sein, dass irgendjemand irgendetwas zu dir sagt und du explodierst wie so eine kleine Bombe. Aber die Person hat ja im Endeffekt eigentlich nur recht. Ja? Und dadurch bist du in der Lage, etwas offen zu legen. Dich selber auch zu öffnen. Die 2 der Schwerter sagen, hier liegt Zweifel. Ja, hier ist fehlende Objektivität. Du traust dem Ganzen nicht. Aber warum? Weil du so lange in so einer kleinen Energie, negativen Energieblase gelebt hast, dass du dem Gefühl möglicherweise gar nicht mehr traust. Das sagen mir nämlich die 4 der Kelche. Wir haben hier die gefühlsklärende Energie liegen. Ja, hier werden Gefühle geklärt. Entweder durch den Konflikt mit einer anderen Person, beziehungsweise kommst du dadurch auch in diese Energie des Gefühlsklärers. Ja, bist in der Lage, wieder Leidenschaft zu empfinden. Ja, hier haben wir Feuer. Feuer benötigen wir, um loslegen zu können. Und Gefühl benötigen wir, um langfristig in die Fülle zu gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass deine Gefühle hier geklärt werden. Wir gehen hier von 1, 3, springen wir auf 4. 2 fehlt gerade noch. Die haben wir zwar hier liegen, was dein Verstand angeht, aber wenn wir die 2 der Kelche noch mit dazu packen, hätten wir die Karte der Anziehung.
Da ist der Verstand nämlich noch bei. Der Verstand blockiert deine Anziehung, sorgt dafür, dass du hier in die Gefühlssattheit reingehst, ja, deine Gefühle nicht sortieren kannst. Und das kann natürlich auch für Konflikte sorgen. Page der Schwerter ist aber Klärung. Ja, es kommen neue Impulse rein, es kommen Neuigkeiten rein. Er sagt aber auch, es ist Zeit, hier aus der Beobachtungsperspektive rauszugehen. Also auch nicht andere Menschen zu beobachten, sondern du sollst jetzt hier loslegen. Deiner Neuausrichtung trauen, nicht zweifeln, ja, und dadurch irgendwie anfangen, was machen andere besser als ich? Nee. Es geht ja um dich, um dein Vorankommen, um deinen eigenen Optimismus. Zeit, hier wirklich Negatives zu beenden und dementsprechend die Chance hier auf Liebe bzw. auf Fülle auch wahrnehmen zu können. Weil emotionale Fülle wird ja nicht nur durch Liebe produziert, sondern auch durch dein eigenes Schaffen, dein eigenes Wirken, die Dinge, die du kreieren kannst. In dem Sinne, schöne neue Woche.